Hallo, schönen guten Tag. Heute werden die Weihnachtsgeschenke angekündigt. Ja, alles, was sich Fridays for Future und Greta Thunberg gewünscht haben, ist jederzeit möglich. Aber nur, wenn sie es auch annehmen und es zu einer Kooperation kommt. Was wünschen sich die jungen Leute? Dass wir völlig CO2-neutral werden, dass wir eine bessere Gesellschaft werden, dass wir eine sozialere Gesellschaft werden, dass wir mehr Lebensfreude haben, mehr Gesundheit, mehr Langlebigkeit. All das haben die Scientists for Future 2 51 Jahre erforscht. Ja, und nur, immer nur, zu jeder Zeit der Menschheit waren es die Kopernikus, die Keplers, die Galileis, die Newtons, die Gregor Mendels, die Alfred Russel Wallace und die Charles Darwins und nur solche Galileis können solch einen riesigen Wunschzettel abarbeiten und erfüllen. Und die neuen Galileis sind nun mal sozusagen allem anderen ja, 100 Jahre voraus. Das heißt also, genauso wie Galilei oder wie Darwin und so weiter, all diese Leute den anderen 100 Jahre voraus waren, ist es auch jetzt wieder der Fall. Und es ist so, ihr habt das doch in der Schule bestimmt mal erlebt. Da gibt es manche Leute, die schreiben in jeder Arbeit eine 5 oder eine 4 oder so. Und dann gibt es andere, die schreiben in jeder Arbeit eine 1. Einfach nur, weil deren Computer im Gehirn einfach ein bisschen schneller tickt und ein bisschen schneller taktet und ein bisschen schneller läuft. So ist es halt in der Menschheit. Leider haben nicht alle die gleichen Gehirne, nicht alle die gleiche Vorbildung und nicht alle die gleichen Fähigkeiten. So ist nun mal die Natur. Die Natur ist grausam bis zum gewissen Grad und so ist es nun mal halt. Und ihr habt euch bisher, habt ihr euch nur gewandt an all die Leute, die, sag ich mal, Durchschnitt sind oder besserer Durchschnitt sind oder so. Aber ihr wollt eigentlich das Unmögliche, ihr wollt eine Totaltransformation ja nicht nur Deutschlands, ihr wollt ja eigentlich eine Totaltransformation der Welt. Und so eine Riesenaufgabe können immer nur Galileis lösen und nicht der Durchschnitt. Ja? Also immer nur die Besten der Besten, die alle ja, 150 Jahre überhaupt mal vorkommen können, das. Also bitte holt euch diese Weihnachtsgeschenke ab, gebt es endlich auf, weiter an dem Durchschnittsmenschen zu rütteln, an den Regierungen, an den Politikern, an den Trumps, an den Putins, an den Merkels. Vergesst das, das ist besserer Durchschnitt. Ihr braucht die Galileis, das ist eure einzige Chance. Bis bald, tschüssi.